mit 120. Das sind spannende Zahlen, die werden euch dann gleich sagen, um was es geht. Den einen Mann beim Fernsehschauen VfL gegen Leipzig, da fiel mir sein Name ein, weil ich hatte so einen Hals. Ich hatte mir das Spiel angeschaut und Wolfsburg, ich bin ja Wolfsburger, hat 6-1 verloren gegen Leipzig. Und ich habe nur gesagt, das sind Leipziger, ich habe nur gesagt, Kurt, ich hasse dich. Warum? Weil Kurt ein so guter begleitender medizinischer Betreuer ist, dass diese Mannschaft noch rennt und rennt und rennt, wenn die Wolfsburger schon Hüftschmerzen bekommen. So habe ich so den Eindruck gehabt, weil er begleitet Spitzenmannschaften aufgrund seiner Art und Weise, wie er mit Menschen umgehen kann. Und heute habe ich ja beim Oliver mitgekriegt, er ist alt, aber er sieht jung aus. Nein, dieser Mann wird, glaube ich, nie alt werden, weil jedes Mal, wenn ich ihn sehe, strahlt er mich an mit einer Jugendhaftigkeit, die ist einfach nur ansteckend. Und dann fragt man sich immer, Kurt, was nimmst du? Und dann grinst er immer mit seinem Grinsegesicht, was unnachahmlich ist. Andreas, einfach nur trainieren. Trainieren, den Kopf frei machen und das tun, was ich dir empfehle. Und dann funktioniert das auch bei dir. Der andere, den habe ich kennengelernt, das ist keine Ahnung, wie viele Jahre her ist. Da hatte er eine Story erzählt bei einem Treffen. Ich habe 1700 Mitglieder auf 700 Quadratmeter oder 500. Ich habe gesagt, was ist denn das für ein Spinner? Ich habe es ihm natürlich nicht im direkt ins Gesicht gesagt, der ist so groß und hat einen Stiernacken. Ich habe so gesagt, du Spinner. Und dann hat er mich eingeladen und ich bin nach Neu-Ulm ist P15, ich habe mir das angeschaut und ich habe nur gesagt, so wie heute Morgen, wow. Dieser Mann vertritt eine Meinung und so, dass links und rechts alles wegspritzt, was nicht seiner Meinung ist. Ihr kennt ihn. Er hat mit mir angefangen, über Milon ist er zu eGym, er ist jetzt Mitgesellschafter bei eGym und den Tochterfirmen. Er ist eine brachiale Gewalt, ich habe ihn jetzt wieder in der Nähe von Hamburg erleben dürfen bei seiner Spirit Tour. Und diese beiden sind eine unschlagbare Kombination hier oben auf der Bühne. Einmal den Humanmediziner, den Dr. Med Kurt Mosetzer, studierter Humanmediziner und Heilpraktiker. Und sein Ding ist die Myoreflextherapie. Und ihr werdet hier spannende Informationen bekommen, die wir als Kunden, als Fitnessstudiobesitzer übertragen können. Und nochmals, die Ärzte werden uns hassen lernen. Auf der linken Seite, von euch gesehen rechts, wird Kurt Mosetzer auf die Bühne kommen mit einem herzlichen Applaus. Und auf der linken Seite Mario Görlach, Mr. eGym Spirit. Es ist mir eine Ehre, euch ankündigen zu dürfen. Dankeschön. Viel Spaß euch beiden, das ist eure Bühne. Und jetzt klärt mal auf, was Methusalem hier zu sagen hat. Und ich bin weg. Kurt fängt an und ich mache danach weiter, genau. Oder? Uns gibt ein kleines Opening, das. Nachdem wir den Ball schon zugespielt gekriegt haben. Vielen Dank, Jan, tatsächlich 10 Jahre. Vielen Dank, Achiso, dass ich noch dabei sein darf. Vielen Dank an alle die tolle Gesichter hier aus Enjoy, alle Pioniere mit richtig coolem Training. Vielen Dank, die ganzen Menschen, die schon Kurse mitgemacht haben und das weitertragen. Und wir fangen mit einem kleinen Vorspann an. Und zwar, da war Leipzig noch in der vierten Liga. Und ein ganz kleiner Vorspann mit dem Ralf Rangnick. Und den Mario, den hole ich nachher auf die Bühne. Den, genau, er ist unbestechlich und einmalig. Ja, wir haben heute die Möglichkeit, hier zu Gast zu sein im Therapiezentrum in Konstanz vom Dr. Kurt Mosetzer. Und zwar im Rahmen unserer Vorbereitung für den Achiso-Kongress, Europas größtem Branchenkongress der Fitness- und Gesundheitsanbieter. Und eine Botschaft des Kongresses ist es, dass gezielte Muskeltraining, die ausgewogene Ernährung und die regelmäßige Psychohygiene im Bewusstsein der Menschen national wie international zu verankern und das mit möglichst konkreten Maßnahmen, die über die Studios gelehrt und vermittelt werden, den Menschen nahezubringen, dass das für sie eine Gewohnheit im Alltag ist, die sie nicht mehr ablegen können und wollen. Und dazu habe ich heute die Möglichkeit, mit zwei Gesprächspartnern ein Interview zu führen, mit dem Dr. Kurt Mosetzer und mit Ralf Rangnick und zwei Experten, die es anwenden, leben, selber vorleben. Und ich freue mich sehr auf die Möglichkeit, mich mit Ihnen hier fachlich auszutauschen. Lieber Ralf und lieber Kurt, wo habt ihr euch kennengelernt? Ich
Ich glaube, das war ziemlich genau vor 15 Jahren, als ich gerade angefangen habe als Trainer bei der TSG Hoffenheim. Hatte ich massive Rückenprobleme, Bandscheibenvorfall L5, S1 und war damals dann bei den besten Ärzten, die es in Heidelberg dazu gab. Alle haben mir massiv zu einem Bandscheiben-OP geraten. Ich habe mich dann allerdings Gott sei Dank dagegen entschieden und bin dann auf Empfehlung eines sehr guten Freundes von mir zum Kurt gekommen, nach Konstanz. Und er meinte dann nach einer Woche Behandlung hier, wir brauchen keine OP, in 6 Wochen kriegen wir dich wieder fit. Ich war dann, glaube ich, noch im Bad Wildbad für 1,5 Wochen zu so einer Reha-Kur, war danach dann nochmal bei ihm und 6 Wochen später war ich dann tatsächlich schmerzfrei. Und seitdem sind wir eigentlich regelmäßig in Kontakt, sind inzwischen auch, kann man sagen, sehr, sehr gute Freunde. Und ich bin sehr froh, den Kurt als Menschen zu kennen, aber ihn auch bei uns sowohl in Hoffenheim als auch jetzt in Leipzig mit im medizinischen Stab zu haben. Seit dieser Zeit, an der ich ihn am eigenen Leibe erlebt habe, wie gut Kurt wirklich ist und wie sehr er helfen kann, haben wir einfach medizinisch sowieso ein absolutes Vertrauen zueinander und ich vor allem zu ihm. Für mich ist Kurt einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste, den ich persönlich in Deutschland kenne. Und ich habe viele Menschen kennengelernt in diesem Bereich. Und darüber hinaus einfach auch noch die zwischenmenschliche Komponente. Es macht einfach jeden Tag aufs Neue Spaß, mit Kurt in Kontakt zu sein. Und ich glaube, so geht es auch jedem anderen, auch den Spielern, egal wer bei uns im Verein schon mal unter den Händen vom Kurt war, der möchte das gerne auch weiterhin tun. Ja, ich glaube, die Spieler merken schon, dass es nicht zufällig so ist, dass wir in den letzten Jahren sehr wenig Langzeitverletzte hatten. Und wenn wir mal jemanden hatten mit einem Kreuzbandriss, ist er nicht nur stark, sondern fast noch stärker wieder zurückgekommen. Mit Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg, unsere zwei aktuellen Nationalspieler, um nur zwei davon zu nennen. Und wir hatten letzte Saison nach 56 Pflichtspielen in den letzten 3 Wochen der Saison keinen einzigen verletzten Spieler. Also alle 26 Kaderspieler waren fit und einsatzfähig. Und nach 56 Pflichtspielen und 10,5 langen Monaten ist das ganz, ganz selten der Fall, dass du so eine Situation hast. Und die Spieler wissen das schon einzuordnen, warum das so ist. Natürlich müssen sie es letztlich auch umsetzen, aber die wissen schon, dass sie rein, was die medizinische Abteilung angeht, bei uns in Leipzig, ja, sich auf allerhöchstem Niveau bewegen. Ja, herzlichen Dank an der Stelle für den Einblick in die Zusammenarbeit. Die Botschaft heißt aber nicht Medizin, nicht Behandlung. Die Botschaft heißt, jede Behandlung soll in Training übergehen. Muskeltraining, Muskelfasziellängentraining, Balance, Koordination. Und im Idealfall braucht es gar keine Behandlung, sondern die Menschen bleiben fit. Aber dafür braucht es eigentlich Visionen. Und das hier ist Gandalf. Und ich sage euch, wir sind unschlagbar in Kombination. Die Geschichte mit dem Ralf Rangnick war nur möglich mit einer strategischen Allianz. Das hast du, Oliver, wunderschön gesagt, wir brauchen strategische Allianzen. Und in der strategischen Allianz kann keiner alles. Aber man müsse erkennen, dass jeder von uns was sehr Gutes kann. Und wenn wir uns die Bälle zuspielen, dann geht es wirklich richtig gut. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, bei euch zu sein. Denn in der medizinischen Community sieht es anders aus. Da ist man eigentlich in einem Elfenbeinturm. Wir wissen viel über Sarkopenie. Aber was ist passiert in der Medizin? 20, 30 Jahre ist wenig passiert und da braucht es euch. Wir brauchen andere Expertisen, wir brauchen anderes Miteinander. Ich habe dann euer Marketing kennengelernt, jetzt auch mit dem Michi, unfassbar gut. Ich habe eure Strategie kennengelernt und ohne Marketing geht es nicht. Und das sind wir nicht ausgebildet, strategische Allianzen und gute Führer. Das ist ein Baum, der ist 4.500 Jahre alt. Der heißt Methusalem-Baum. Miteinander, der Gandalf hat Folgendes geschafft. In Herr der Ringe. Er hat unterschiedliche Gruppierungen, die Zwerge und die Elfen und die Erdenmenschen, alle, gegen alle Widerstände vereint mit dem Spirit. Dann waren sie unschlagbar, weise und sicher. Und ihr seht, er hat einen langen Bart. Und im Alter wird man nicht schwächer, sondern stärker, wenn es denn möglich wird. Und so sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen der René, der Gandalf, ja, der eigentlich guckt hat, ja, ohne Bart, der unterschiedliche Gruppierungen sozusagen zusammenbringt. Und dann der Oliver und die Führungsspitze, die das umsetzt. Aber es geht nur mit euch. Wenn der Spirit ankommt, dann glaube ich, dann sind wir unschlagbar. Und es ist auch nicht ein Thema, was hilft, sondern wir machen eine Reise durchs Muskeltraining, Muskelfaszienlängentraining, Natural Eating, Darmpower, Supplementation, Psychohygiene, den inneren Rhythmus und nicht zuletzt Spaß im Beruf und Erfolg im Beruf. Und da haben wir nachher einen, der nach mir auf die Bühne kommt.
Also, beim Barde des Methusalem, kraftvoll, weise, unbezwingbar, magisch. Wie alt wird denn der Albus Dumbledore? So alt wie Methusalem, 120 Jahre. Wer von euch möchte gern 120 Jahre alt werden? Ja, da bin ich in der richtigen Szene, da kommen viele. Wenn ich bei Ärzten frage, dann kommen 3-4 Handhebungen, denn die wissen, die würde schlecht altern. Wer von euch möchte 120 Jahre alt werden, wenn er so fit ist wie jetzt? Alle, ja, und es ist möglich. Das ist keine Vision, das ist Realität und wir müssen daran arbeiten. Und das ist ein amerikanisches Wunderkind, der David Sinclair, der sagt das mit einem Wort. Exercise and be a little hungry. Das bedeutet, ohne Training geht es nicht. Das ist ein Genetiker. Harvard, MIT in Boston. Und der ist eben aus dem Kloster von der Wissenschaft rausgekommen und hat gesagt, liebe Leute, ihr könnt eure Gene auf Reparatur programmieren. Epigenetisches Reprogrammieren. Wie? Mit Training, mit Ernährung, mit intermittierendem Fasten und mit einigen Supplements. All das ist bei euch bekannt. Deshalb ist eure Branche die coolste der Welt. In der Medizin lernen wir das nicht und deshalb ist der Arzt nicht mehr der richtige Ratgeber. Da müssen wir hin. Exercise and be a little hungry. Und die epigenetische Reparatur liegt in eurer Hände. Und jetzt müssen wir das noch unseren Kunden näher bringen. Und für den Schritt Muskeltraining. Aber wir brauchen nicht irgendein Muskeltraining, sondern das beste, exzellentes Muskeltraining. Und richtiges Muskeltraining ist leider noch nicht so alt wie Methusalem. Aber ihr seid schon richtig gut unterwegs. Einige sind aber noch gar nicht unterwegs. In der Medizin ist das noch nicht gesehen. Und der weiße Kittel ist heute eben für die Probleme leider nicht geschaffen. Sie wird eher eine Zwangsjacke. Und die Menschen möchten, aber sie können nicht. Deshalb ist eine Gruppe, denen wir die Hand reichen müssen, sind die Ärzte. Wir müssen denen helfen, dass sie uns helfen können. Und wir müssen ihnen helfen und ein Angebot machen. Deshalb muss man gegebenenfalls raus aus dem Fitnesspark, hin zu den Kindern in die Schule, wie die Ralf-Rangnick-Stiftung. Wir gehen mit dem Kochbus an die Schule. Deshalb müssen wir zu den Senioren. Und hier gibt es ja wirklich tolle Aktionen bei der InChoice, die ich schon lange kenne, aber auch Sportfabrik Köln und Balance hier in Kassel. Ja, die machen das. Die gehen raus und jetzt muss ich mehr wissen. Ein zu enges T-Shirt reicht nicht mehr aus. Wir müssen mehr wissen. Deshalb Akademie. Und mehr Wissen bietet Qualität, Kompetenz und dafür versuche ich mir zu stehen und euch zu infizieren. Aber wir können nur so gut sein, wie ihr es versteht, wenn der Funke überspringt. Und dann möchte man eine Demokratisierung in der Medizin. Nicht mehr der Arzt entscheidet, wenn jemand krank war, sondern wir brauchen euch, wir brauchen den Kunde, wir brauchen Ernährung. Und dann entscheiden wir miteinander, was wir tun. Und nicht mehr abwarten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann ein Medikament. Also Demokratisierung in der Medizin und eure Studios, die sind eigentlich der Umschlagsplatz für Gesundheit. Aber da braucht es eben noch ein breiteres Fächer. In der Schweiz haben die Apotheker gejammert, weil die Internetapotheke so günstig sind. Mein Rat war, die Internetapotheke berät nicht und hat keine Beziehung. Aber ihr habt Zeit, der Arzt hat keine Zeit. Und jetzt in die Apotheke in der Schweiz ein Umschlagsplatz für Beratung. Und da gibt es aber auch Beratung Richtung Training und Ernährung und Supplementation. Und die Umsätze steigen und nehmen nicht ab. Also wir müssen uns den neuen Herausforderungen stellen. Dafür steht Agiso, das haben wir schon gesehen. Ein Link, Querpass zum Jan Scherzer, vielen Dank, lieber Jan. Auch sein Vortrag bringt Details. Und der Jan Scherzer hat auch mir an das Ohren gezogen. Und auch der Dennis Jurtas und andere, wenn unser Ausbildungsprogramm ein bisschen zu dick war. Deshalb wird es schlanker, für euch gut machbar, aber ich möchte mich jetzt mit Innovation und Akademie beschäftigen. Akademie und Innovation, wir fangen mit Natural Eating an und dann machen wir eine kleine Bildreise. Okinawa, 120 Jahre alt, Ecuador, da gibt es ein Dorf, da essen die Leute nur jeden zweiten Tag und sagen, seid ihr wahnsinnig im Westen? Ihr esst jeden Tag, kein Wunder, werdet ihr krank. Also da geht's hin. Okinawa, die Methusalem-Ernährung. Diese Ladies sind alle über 100 Jahre alt und topfit im Kopf. Und die haben noch Freude am Leben. Und es ist gar nicht so schwierig. Keine Diät, wir plädieren nicht für eine Diät, sondern für Natural Eating. Und zwar jeden Tag kontinuierlich, aber nicht isoliert, sondern mit Training. Natural Eating, abgeleitet aus der Evolution. Und grün geht immer, gelb, naja, rot am Abend weniger. Der David Sinclair sagt ganz klar, rot am Abend macht alt und krank. Deshalb am Abend lieber nix. Oder nur wenig. Und das wird natürlich schon lange umgesetzt im Profisport. Einige haben vielleicht das Interview gelesen. Keine Nudeln, keine Pizza, kein Pasta.
biologisch, ökologisch. Und zum Frühstück gibt es einen Espresso und dann gibt es Sport. Und auch die All Blacks, die leben gut, die brauchen keine Kohlenhydrate, die haben zum Teil nur Fett und es sind die stärksten Männer der Welt. Also gesunde Ernährung und Training ist möglich. Jetzt gehen wir zum Muskeltraining, eure Hauptdomäne. Und der Dieter Felsenberg hat 2006 genau diese Äußerung gemacht, die Muskelleistungsfähigkeit, das heißt schnelle dynamische Bewegungen durchzuführen, also nicht schlurfen, ist für 120 Jahre angelegt. Liebe Grüße vom Dieter Felsenberg und ich bin froh, dass wir ihn im Rücken haben und ein überragend guter Mentor, der uns zur Seite steht. Aber jetzt unsere Schwäche. Wir wissen so viel über Sarkopenie, wir wissen so viel über Osteoporose. Uns ist uns nicht gelungen, die Mediziner anzustecken. Es ist uns nicht gelungen, in der Medizin eine Veränderung zu bringen, weil wir waren isoliert, wir haben keine strategische Allianz gehabt und wir haben ein Publikum gehabt, was eine Zwangsjacke getragen hat. Deshalb muss die Botschaft anders kommuniziert werden. Da braucht man gutes Marketing und da vertraue ich drauf. Und Combating, also wir sagen Osteoporose und auch die Sarkopenie, der Kampf an. Die sind über 100 Jahre alt und sind noch topfit. Und die Datenlage zu den Myokine 2012, noch kaum gesehen, ist unfassbar. Es gibt 600 Muskelhormone, die nahezu alles reparieren. Das ist der Werkzeugkasten unter eurer Haut und das wird durch Training aktiviert. Wir haben aber dazu gelernt, je nach Training und je nach Intensität wären andere Hormone aktiv. Fitness News, 35 neue Myokine und nicht nur die Hormone wären aktiv, sondern Proteine, Eiweiße, die nahezu alles reparieren. Und diese Proteine und diese Myokine wären wie Bläschen ausgeschüttet. Ihr trainiert und dann hat man all die Metapher, die Post, aber die Post ist zu langsam. Das ist alles online. Da lernen wir bei euch und bei Michi, ja, das muss viel schneller gehen, online. Im Körper geht es alles online und die Stoffwechselgesundheit liegt in unserem lebendigen muskulären System. Und es gibt eben nicht nur Myokine, sondern kleine Bläschen, die Exerkine. Und miteinander sind die unschlagbar, online. Und nochmal, alle Zivilisationskrankheiten, die können präventiv abgefangen wäre, die können reduziert wäre, die können behandelt wäre und die ganzen Dinge wie Sarkopenie, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2 und auch Fettleibigkeit, die müssen nicht sein. Weniger als 2% ist hier irgendwo fester eingraviert, als dass man nichts machen könnte. So sehen die Bläschen aus und wenn man nichts tut, dann gibt es keine Bläschen. Aber wenn man nichts tut, gibt es kein Futter fürs Hirn. Und wenn man nichts tut, gibt es keine Reparatur. 600 Myokine, viele sind abhängig von der Art vom Training. Einige kommen sofort nach dem Training, also ihr braucht auch Pause. Und dieser David Sinclair hat 7 von diesen Sirtuinen entdeckt. Und jetzt kommt der Hit. Das war eigentlich unsere Idee im wissenschaftlichen Arbeitskreis. Das war eigentlich auch die Idee, dass man sagt, ja, diese Myokine wären nicht nur über Sport aktiviert, sondern über Ernährung, über Fasten und die können über Supplements aktiviert werden. Das heißt, ein Proteinmangel ist eine Katastrophe. Wo gibt es viel Proteinmangel? Ja, in der Medizin. Bei Senioren, bei Kindern. Deshalb brauchen wir die Supplementation und ganz klare molekulare Mechanismen, wie das wirkt, dass es wirkt und wo das wirkt. Der David Sinclair hat ein tolles Buch geschrieben, Why We Age and Why We Don't Have To. Deshalb Methusalem. Dann gibt es die Darmpower und Supplementation und das Bild nehmen Sie sich bitte mit. 3,5 Millionen Gene in Ihrem Darm haben Hochzeit gefeiert mit 30.000 von Ihrer Gene. 30.000 Homo sapiens. Ja, aber jetzt wird klar, wenn die Hochzeit feiern und gut kommunizieren, seid ihr gesund. Aber wenn die sich scheiden, wenn die streiten, wenn die nicht kommunizieren, wird man krank. Dann wird der Darm krank, dann wäre die Mitochondrien krank und dann wäre genetische Erkrankungen erst aktiviert. Also, merkt euch das, eine Hochzeit zwischen diesem Mikrobiom, der Darmbakterien und eurer menschlichen DNA. Und die zweite Hochzeit, je nachdem, was ihr esst, Natural Eating, Ballaststoffe, hier Buchweizen, Hirse, Roland, da genau, Jenschura lässt grüßen, Nüsse, Hülsenfrüchte, Amaranth, Quinoa, das aktiviert den Darm, dann entsteht Superfood im Darm, das ist Superfood, der alle Gene repariert, das hat der David Sinclair untersucht, dann wäre diese Myokine aktiv, das heißt über Ernährung und Training wird es aktiviert und dann wird eine ganze Kaskade an Nervenzellwachstumsfaktoren aktiv, die euer Hirn repariert, die den Stoffwechsel reguliert, die breite Gesundheit schafft und nicht zuletzt werden die Mitochondrien gut ernährt. Also es ist eine Wundermaschine in einem Bild. Merken wir uns das, Natural Eating, ein gesunder Darm,
aktiviert eigentlich Gesundheit auf breiter Front und dann werden die Schutzkappen der Gene repariert, dann wird die DNA repariert. Mutationen machen noch lange nicht krank. Wenn ihr fit seid, dann gibt es eine schnelle Maschinerie, dann wird das abgespult, aufgewickelt, repariert und wieder zu. Mit viel Energie, schnell, aber wenn ihr keine Energie habt, langsam und dann kommt die Krankheit. Aber nicht das Gen macht krank. Da möchte man hin. Uns gibt die zweite Hochzeit. Das heißt, die menschliche DNA hat geheiratet und gekuschelt mit der DNA von den Mitochondrien. Das sind die Energiekraftwerke der Zelle. Das heißt, da entscheidet sich alles. Je mehr Mitochondrien, je aktiver eure Mitochondrien, desto besser denkt ihr, desto besser seid ihr in eurem Beruf und desto besser repariert sich alles. Deshalb können wir die nicht nebeneinander stehen lassen, wir brauchen das. Was ist im Weiterbildungskatalog von der medizinischen Ausbildung, heute Medizinstudium 2020, wenn nächstes Jahr ein Anfang, nichts von dem. Das ganze Wissen von der letzten 10 Nobelpreise ist nicht im Lehrplan enthalten, aber ihr könnt es nutzen. Wir können das nutzen, denn es ist gar nicht so schwierig. Also brauchen wir eine Supplementation. Der David Sinclair hat 3000 Patente, dann einige Firmen, NADH, das ist so alt, wie man denken kann, auch fast 100 Jahre alt. Das kommt aus Österreich vom Professor Birkmeier. Resveratrol, das ist im roten Wein. Und eine ganze Reihe von Substanzen, die helfen, dass eigentlich in der Zelle repariert wird. Und auch das Wissen ist uralt. Das kommt von Rudolf Steiner, von der Mistel. Das kommt aus der Phytodrugs aus Nepal. Und das stärkt auch die Anne Haug. Das heißt, die Leute, die dort unterwegs sind, da wird alles genau gemessen. Die kriegen Proteine am Abend, pre-Bedtime, die kriegen Proteine vor dem Sport und danach. Das wird alles getimt. Und nur dann kann ich Höchstleistung bringen. Und Kommunikationsverlust bedeutet Krankheit, Scheidung und Untergang. Das heißt, nur der Verlust von wichtigen Darmbakterien macht krank und gebrechlich. Und Ernährung allein reicht eben nicht, sondern ich brauche dort, dass die Opas und Omas wieder in Gang kommen, Ernährung und Training. Spaß im Leben, Erfolg im Beruf, egal ob das die Mutter Teresa ist oder eine 102-Jährige, die noch aktiv Golf spielt. Oder ihr, ich habe euch erlebt in den Fitnesscenter von Enjoy, da kenne ich viele. Hey, überragend, die Motivation, das Engagement, das Miteinander, das müssen wir weitermachen. Und wir müssen uns in strategischer Allianz zusammenschließen. Achtsamkeit, Psychohygiene. Jetzt meine Schulung. Mein Papa wurde sage und schreibe 36 Jahre fehlbehandelt. Der hat einen Unfall gehabt, eine Beschleunigungsverletzung in der Halswirbelsäule, hat dann Schmerzen gekriegt, Ausstrahlung in den Händen, Kribbeln, Taubheit, lichtempfindliche Augen und wurde von über 100 Ärzten, über 50 Kliniken falsch behandelt. Unnötigerweise all die Jahre im Rollstuhl. Da hat mein Bruderherz den Rollstuhl hochgetragen, ich habe meinen Papa hochgetragen, das kleine Matterhorn. Und ich sage euch, er wird wieder gesund. Der ist genauso locker wieder auf der Bühne gestanden wie ich jetzt. Aber wenn das möglich ist, nach massiver Arthrose und Osteoporose und Degeneration, wenn das möglich ist, ja, aber dann muss es für uns alle möglich sein. Und ihr habt keinen einzigen Kunde, dem so dreckig geht. Und er hat uns inspiriert. Mein Traumaschema war, ich war ausgeliefert, hilflos. Ich muss mehr wissen. Ich habe mehr gelernt. Wie verrückt. Ich habe ein Filmgedächtnis entwickelt. Aber es nützt mir nichts, wenn ich viel weiß, denn draußen interessiert es niemand. Das war eigentlich eine gute Sache vom Jan und auch eine gute Sache vom Thorsten Kielmann. Ja, wir können viel, aber wenn sie es draußen nicht wissen, dann kommen sie nicht zu uns. Also deshalb brauchen wir ein gutes Marketing. Und auch da sehe ich die strategische Allianz überragend. Und Michi Heining hat einen Artikel geschrieben über Myokine in Vitamin. Der Artikel ist viel besser, als wenn ich geschrieben hätte. Also ich stehe drauf, ich habe mitgeschrieben, aber der kann das so gut. Ja? Und deshalb müssen wir dazulernen und ich lerne hier auch jeden Tag dazu. Und auch hier war die Ernährung die Basis. Es war so ein bisschen Jenschura-Ernährung und dann aber die Behandlung. Und die gute Lösung heißt Natural Eating, Heilkräuter, Fasten, Achtsamkeit, Meditation. Und das ist eine Sache. Aber wenn man nur auf dem Berg sitzt, verändert sich die Welt noch wenig. Deshalb hat der Leibarzt vom Dalai Lama und zwei von seinen Kollegen gesagt, lieber Kurt, du bist in Deutschland geboren, geh zurück, integrier das in deinen Alltag. Es nützt dir nichts, wenn du auf den Berg sitzt. Deshalb müssen wir uns zusammentun. Aber eine Komponente, wenn uns das gelingt, die Kunden zur Schule, dass sie sich entstressen, mit Musik, mit frequenzmodulierter Musik, mit Yoga, Tai Chi, all das habt ihr und diese Faktoren wirken stark. Achtsamkeit und Meditation wirken stark und die schützen das Gehirn. Wir wissen heute ganz genau, dass es eigentlich Stirnhirn ökonomisiert. Das heißt, eure Gedächtnisfähigkeit, die Emotionskontrolle, die Wahrnehmung für euren Körper im insulären Kortex. Das heißt, es wirkt im Gehirn
und neue Nervenzellen gedeihen und verbünden sich neu. Also Wahnsinn. Und jetzt sind wir dabei. Wenn ihr jetzt den gesunden Darm habt fürs Hirn und noch trainiert fürs Hirn und dann noch Psychohygiene betreibt, dann ist das ein unheimlich starker Faktor. Und ein entspanntes Leben sorgt auch für ein hohes Alter. Das sind die Methusalem-Schildkröte, die wären auch bis 180 Jahre alt. Die schlafen auch viel. Deshalb innerer Rhythmus und Schlaf ein wichtiges Thema. Und jetzt geht es zum Training. Da wird immer wieder diskutiert, ja, wann soll ich denn trainieren? Ja, ihr könnt immer trainieren. Man kann am Morgen trainieren, je nachdem, was ich will. Man kann am Nachmittag trainieren, dann habe ich den besten Kraftzuwachs. Aber ihr könnt auch, und eure Kunden können auch am Abend noch ein paar Übungen machen. Wenn die noch ein aktives Stretch machen, schlafen sie besser. Das heißt, es kommt aufs Timing an. Und jede Trainingseinheit hat nochmal einen anderen Trainingsreiz. Also Stimulation von anderer Myokine. Und ihr könnt über Training euren inneren Rhythmus finden, ja, dass man besser schlaft. Was glaubt ihr, wie viele Leute schlecht schlafen? Über die Hälfte der Bevölkerung schlaft schlecht. Aber wenn man lang schlecht schlaft, dann kann man sicher sein, dass man krank wird. Und im Schlaf entgiftet das Gehirn wie ein Schwamm. Aber wenn ihr wenig trinkt und Schrott esst, wenn eigentlich das Wasser verseucht, ja, und wenn ihr nicht schlaft, dann gibt es keine Reinigung und erst dann kommen Krankheiten. Deshalb wurde jetzt der Krankheit entsprechend Motivprogramme entwickelt. Federführend war da eigentlich ja auch der Dennis Jordas. Und wir haben unterschiedliche Programme durchdekliniert. Knochen, Gelenke, Rücken, Schmerz, Neuro und so weiter. Und je nach Bedürfnis brauche ich aber eine andere Herangehensweise. Das heißt, eine andere Akzentuierung von Längentraining oder von Vibrationstraining oder vom Zirkeltraining und so weiter. Und jetzt kommen zwei gute zusammen. Und zwar einmal hatte Dennis uns an der Ohren gezogen, diese Motivprogramme astrein mit schweizerischer Gründlichkeit durchzuexerzieren. Jeder Satz wissenschaftlich belegt, ja. Riesiges Potenzial, was man alles tun kann. Und auf der anderen Seite hat der Jörg Schmidt im Gesundheitscoach ein schönes Opening geschaffen, die Menschen umzuprogrammieren auf Gesundheit. Und die Dinge, die kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir können uns den Ball so spielen. Je besser die Aufmerksamkeit läuft, je besser die Information rausgeht, umso mehr Menschen erreichen wir. Und da ist der Jörg eigentlich großartig und wir haben ein großartiges Programm. Zusammenfassend, egal ob Knochenkrankheit, Herz-Kreislauf-Krankheit, Lebererkrankungen, über 30% in Deutschland haben eine nicht-alkoholische Fettleber, die wäre todkrank und kriege was Schlimmes. Ja, da muss man trainieren, ganz einfach. Aber auch Bauchspeicheldrüse und das Gehirn, abhängig von Training. Und jetzt was Verrücktes, da müsst ihr euch ja keine Details merken. Also es gibt eine wissenschaftliche Datenbank, Ferrari in der Medizin, PubMed. Und wenn man die Erkrankungen eingibt, ja, dann wird klar, es gibt nicht eine Ursache, die man bekämpfen kann, sondern es gibt viele. Und manchmal ist eben der oxidative Stress entscheidend, manchmal ist der Darm entscheidend. Aber Training hilft immer, egal ob es um Schmerz geht oder ob es um Osteoporose geht. Aber Training allein beim Magnesiummangel, beim Omega-3-Mangel oder Vitamin-D-Mangel wird ins Leere stoßen. Also braucht ihr ein Gesundheitswissen und deshalb muss die Ernährung die Basis sein. Und dann sind diese Erkrankungen sehr, sehr gut zu bekämpfen oder zu regulieren. Fettleibigkeit genauso. Die Datenlage ist überragend, aber in der Medizin hat es niemand geschafft, dass die Menschen, die zu dick sind, trainieren können. Was passiert, wenn sie trainieren? Es tut ihnen alles weh. Denn man muss Schritt für Schritt Ernährung und Training gut steuern und ich brauche Bindung, ich brauche Emotionen, ich brauche Beziehung. Und die Digitalisierung hilft uns, aber die ersetzt nicht die Beziehung, die ihr zu den Leuten habt. Depression, ein riesengroßes Thema, die gleiche Datenlage. Zusammenfassend, molekulare Mechanismen zur Prävention von chronischen Erkrankungen, die können durch regelmäßiges Training, durch High Intensity, aber auch durch Ausdauertraining aktiviert werden. Und so kann man nahezu alle Erkrankungen sehr gut beherrschen. Der Professor Nixdorf sagt, 90% von allen Zivilisationserkrankungen sind abfangbar. Und es geht bis zum Krebs, da braucht er keine Details zwischendurch, aber Prävention von Krebs heißt nicht, einfach die Prostata anzustechen. Prävention heißt und Vorsorge, was zu tun, dass es gar nicht so weit kommt. Ja? Genau, und Prävention heißt, über den Lebensstil dem vorzubeugen und die Wunderwaffe, wieder Training. Die Datenlage sind überragend und trotzdem ist ein harter Kampf, dass Menschen in der Onkologie gescheites Training kriegen. Aber auch das ist machbar. Toller Artikel vom Michi über die Myokine. Das ist in Vitamin.
Und hier nochmal eine Zusammenfassung. Das sind alles abgedatete Journals, alles 2019 für euch abgedatet. Die Datenlage ist Wahnsinn. Ich habe gestaunt, was ich alles nicht weiß und ich habe unheimlich viel dazugelernt. Aber egal, ob Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen oder Diabetes oder Krebs, das liegt in unserer Möglichkeit. Jetzt diese Gewichtung, das heißt, wenn es um die Gelenke geht, dann fange ich zum Beispiel mit Längetraining an. Dann kommt Zirkeltraining und dann kommt Natural Eating. Das heißt, wir haben Motive entwickelt, wo schon eine Akzentuierung stattfindet, dass ihr wisst, was ihr tun sollt. Und das untermauert mit wissenschaftlicher Daten. Und die Motivprogramme, nehmen wir jetzt noch eines raus, wie der Rückenschmerz. 2012 gab die Bundesrepublik Deutschland 23 Milliarden Euro aus für Rückenschmerz. 2019 sind es diese fast 49 Milliarden. Und das, nachdem die Medizin im Schmerz den Kampf angesagt hat. Nee, das geht nicht mit den Medikamenten, das geht mit euch. Deshalb ist die Fitnessbranche der Bereich, der Public Health möglich macht. Ausgemacht, klar, Bewegungsmangel, Körperhaltung und Stress. Das ist ein Stress, den ganz viele Menschen haben. Das wäre also dann der Homo computerus. Den haben viele von euch schon gesehen und klar, der arme Kerl, der kriegt Schmerz überall, aber das ist nichts Gelenkschuld und auch nicht der Knochen. Der Mann muss trainieren und den darf man nicht operieren. Und auch diese Kette wäre nachher vorgestellt. Gunnar Knittel macht einen richtig coolen Vortrag zur Hüfte, Iliopsoas, Knie und Rücken. Der Pascal und Mike machen schöne Vorträge zum Muskelfaszien-Längentraining. Und wir möchten nicht einen Muskel trainieren, sondern eine Bewegungskette, eine Bewegungsmelodie. Und dann ist es ein Neurotraining, da möchte man eigentlich hin. Und dann gibt es natürlich tolle Übungen. Seit 1987, also mein Papa war der Erste, den ich sozusagen auf einem milden Baumstamm dann versucht habe, aus dem Rollstuhl aufzurichten. Dann sind aber bald die Geräte gekommen von Five und Flex und Mario hat die dann weiter nochmal perfektioniert. Das heißt, in unserer Praxis geht jeder Mensch an das Gerät. Und mein Tipp an euch, wenn ihr sowas habt, jeder Kunde hat einen riesen Benefit davon. Und manchmal fangen sie besser mit Flex an, als mit Fahrradfahren. Und eine wichtige Region, auch das in der Medizin, ein Nobelpreis, das ist das innere GPS, also Gleichgewicht, Balance, Koordination, Augenbewegung, Schwindel. Aber auch die Haltung, die wird dort reguliert. Also brauche ich auch dort eine gute Anleitung. Falsches Training schadet, auch ein Satz vom Mario. Deshalb braucht es einen guten Coach. Deshalb hilft online alleine nicht und deshalb hilft eigentlich der Keller auch nicht. Deshalb brauche ich ein exzellent betreutes Muskeltraining, wo solche Dinge aufgegriffen werden. Und dann schießt man schneller als Lucky Luke, denn dann sackt das Gehirn vorher. Der schießt schneller als sein Schatten, weil er weiß, was passiert. Aber eines merkt ihr euch bitte, die Halswirbelsäule ist immer total gerad. Ja? Genau. Nur dann wird es möglich. Sonst funktioniert das GPS nicht. Wenn das GPS hier nicht funktioniert, dann schießt der vorbei. Ja. Das ist ein Geheimnis in Leipzig, deshalb treffen die auch relativ gut. Also, jetzt brauchen wir ein Enjoy Movement Screen. Also tatsächlich so eine Analyse, wo nicht ein Gelenk untersucht wird beim Orthopäde mit 80 Tests, ja, sondern ganz schnell, einfach in 5 Minuten könnt ihr das machen, den Movement Screen. Test 1, 2, 3. Die Leute aus der InChoice haben ja geholfen, das zu verbessern und detaillierter zu machen. Da möchte man hin. Dokumentation, Zunahme von der Beweglichkeit. Und jetzt wird klar, das Bindegewebe, die Faszien, das ist tatsächlich ein super Tool im Werkzeugkasten. Und die aktivieren dann wieder die Muskeln. Und wenn ihr nur in die Verkürzung trainiert, kommt es eben nicht. Und die Datenlage zu den Bindegewebsfaktoren, die sind riesig. Auch die Daten zum dynamischen Stretch, Freiburg, Mönchengladbach und Leipzig und Hoffenheim. Da wäre solche Übungen gemacht und zwar schon präventiv. Also nicht nur, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und deshalb ist das die Botschaft eigentlich an die Kunden, sowas zu tun. Knochenfit. Hier dann nochmal eine andere Gewichtung. Hier wird man eher mit dem Vibrationstraining anfangen, dann ins Zirkeltraining, dann wieder die Ernährung. Und letztendlich hat man immer ein Menü und die Gewichtung, die kriegt ihr dann in der Motivprogramme, das ist sehr gut ausgearbeitet. Ganz klar, mehr Muskel, weniger Fett, bessere Knochen. Und die Sarkopenie, das ist dann nachher eigentlich Spielfeld vom Mario. Als Schrittmacher zur Osteoponie und Osteoporose schon lang bekannt, aber in der Medizin ist leider nichts passiert. Und ich weiß so viel und trotzdem konnte mir so wenig bewegen. Dieter Felsenberg hat sicher jede Woche Weiterbildung gegeben für Orthopäden, für Radiologen, für Mediziner.
Und er war Direktor an der European Space Agency, europäisches Muskelforschungszentrum. Und trotzdem ist draußen in der medizinischen Gesellschaft wenig passiert. Aber wir müssen denen die Hand reichen und denen das attraktiv gestalten, dass sie mit uns zusammenarbeiten. Mario beschreibt es schön, das ist ein Massenmarkt, denn der ist vermeidbar. Aber dazu nachher mehr, denn er kann eigentlich sozusagen besser als Verkäufer nach außen treten, als wir das gekonnt haben. Wir lernen langsam dazu, aber mit Verein der Kraft strategische Allianz. Dann kann man tatsächlich für einige, die das können, mit der bioelektrischen Impedanzanalyse sozusagen einen Bericht erfassen und kann dann Veränderungen darstellen. Und letzte Aussage ganz klar, starke Beine, langes Leben, starke Muskeln, starke Knochen. Neurofit, ein anderes Thema. Das ist ein riesiges Thema. Das heißt, immer mehr Menschen haben einen mild cognitive impairment, immer mehr Menschen haben depressive Verstimmungen, immer mehr Menschen haben eine Antriebsschwäche und immer mehr Menschen gleiten ab in Parkinson, in Restless Leg und in Alzheimer, demenzähnliche Erkrankungen. Und da braucht es Training. Aufrichtung, Vibrationstraining, dann Ausdauer und eine andere Ernährung. Aber die Prävention ist goldeswert. Schwierigste Problematik beim Alzheimer, also wo ich in der Alzheimer-Forschung 1987 angefangen habe, haben wir 220.000 Menschen gehabt mit Alzheimer. Jetzt haben wir 1,9 Millionen und nochmal 1,5 Millionen mit mild cognitive impairment und das kann niemand pflegen. Was ist das Übelste beim Alzheimer? Das Gedächtnis wäre machbar, aber ihr verliert die Kontrolle oder die Opas und Omas Kontrolle über den Darm und über den Urin und es ist wirklich schlimm. Deshalb braucht man einfach auch Strategien, um diese Erkrankungen abzuwenden. Gehirntraining, Psychohygiene, Meditation, Schlaf, Freude, Training, Glykoplan, Superfoods, Supplements und Fasten. Und Dieter Felsenberg hat es ganz schön gezeigt, wenn hier trainiert wird, wären Nervenzellwachstumsfaktoren aktiv, inzwischen 600 Myokine. Und eine wunderschöne Arbeit, auch unterschiedliche Trainingsarten, sorge direkt dafür, also direkt dafür, dass neue Nervenzellen geboren werden. Also nicht nur ein bisschen gut, sondern das hilft zentral, essentiell und kausal. Immunwach, das Immunsystem. Immer klarer wird, dass das Immunsystem mit dem Stoffwechsel zusammenhängt und das ist nicht ein anderes System als Nervensystem. Das Immunsystem hängt davon ab, wie ihr bewegt, wie ihr trainiert und was ihr tut. Und ganz klare Daten aus den USA, der aktive Stretch, Muskelfaszienlängentraining, Five, Flex, alles was ihr tut, das wirkt stark antientzündlich. Und deshalb können auch alle Rheumatiker und alle Leute mit Autoimmunerkrankungen trainieren. Das ist keine Kontraindikation, sondern es ist eine Indikation. Und jetzt wird noch klar, das hat man nicht so genau gewusst, dass der Muskel je nach Mensch und je nach Erkrankung die Myokine produziert, die es gerade braucht. Das heißt, es gibt noch eine hochindividuelle Anpassung. Und deshalb braucht es einen Coach, der Sicherheit vermittelt. Nur wenn der Kunde Sicherheit hat und gut betreut ist, macht er das Training. Wenn er Angst hat, macht er es nicht. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Botschaft. Ihr braucht die Bindung, ihr braucht das Vertrauen und das kriegt er dann, wenn er Kompetenz hat. Deshalb sage ich mehr Wissen. Und mit mehr Wissen erreichen wir die Menschen und dann können wir wirklich helfen. Stoffwechsel. Stoffwechsel und Übergewicht und Diabetes wird nicht besser nur mit Ernährungsveränderung, sondern ich brauche Training. Und jetzt wird auch klar, die nicht-alkoholische Fettleber, die kriegt man auch allein mit Ernährung nicht in den Griff, sondern ich brauche tatsächlich als Schlüsselorgan gegen die Verfettung von der Leber die Muskeln, also Training. Also nicht nur für den Muskel, nicht nur für die Kraft, nicht nur für die Knochen, nee, für den Stoffwechsel und für den Darm. Und das geht so weit, dass es selbst Krebszelle hemmt. Robert Schleib ist auch ein guter Bündnispartner, der in allen Gruppierungen, die hier zusammengefunden haben, eigentlich gut aufspielt. Der wäre sehr gern gekommen, hat aber schon eine Parallelveranstaltung. Aber wenn ihr wollt, dann taucht der nächstes Jahr bei uns auf. Ein überragender Redner, ein toller Mensch und ein toller Wissenschaftler. Fett weg, das Gewicht. Und auch das funktioniert mit Ernährung alleine nicht, sondern ich brauche hier Training. Und für alle, die noch mehr wissen möchten, gibt es ein tolles Buch über Training von Marco, der auch im wissenschaftlichen Beirat sitzt. Aber die Vielfalt von diesen Muskelhormonen ist überragend. Und da braucht ihr die Details auch nicht angucken. Da gibt es ganz viele Transkriptionsfaktoren. Also Faktoren, die bestimmen, was für Gene abgelesen wäre. Ihr bestimmt mit Training und Ernährung, was für Gene wie abgelesen wäre. Das ist die Botschaft heute. So tief geht es. Und ihr bestimmt, dass die Gene aktiviert wären, die reparieren.
Da gab es im Jahr 2012 einen Japaner, Yamanaka, der hat die Gene gefunden, die notwendig sind, dass man gesund alt wird, Methusalem-Gene. Aber die Gene machen gar nichts, wenn der Lebensstil nicht stimmt. Und das hat dann der David Sinclair weiterverfolgt. Aber am Schluss heißt es, Training und Natural Eating wirken auf breiter Front. Und Training und Natural Eating, die senken den Blutzucker und der HbA1c dramatisch. Der ansteigende Blutzuckerwert, das weiß man seit 1996, ist der Hauptfaktor für Mortalität. Lebensqualität, Tod, Herz-Kreislauf, Krebs, Hauptrisikofaktor der HbA1c. Und Training und Ernährung senken den. Und ein ganz wichtiger Faktor, das Öl im Feuer, ist Insulin. Das ist ein unabhängiger Vorhersagefaktor für Krankheit. Insulin ist Öl im Feuer. Das macht Entzündungen, das brennt euer Hirn weg, das macht Rest des Leck, das macht alle Spätfolgen vom Diabetes Typ 2 Mensch, aber schon viel früher. Und Training und Ernährung senkt Insulin. Und in den USA gibt es eine große Gruppe, die haben das schön umgesetzt mit Ernährung und Training. Und hier bei schweren Diabetikern innerhalb von einem Jahr, bei 28 ist Insulin ganz weg, bei anderen weniger, bei einigen ein bisschen verändert. Und wenn der Darm kaputt ist, dann können Sie die Ernährung nicht umstellen, die müsste zuerst trainieren. Aber die Datenlage sind richtig hoffnungsvoll und auch die Datenlage gehe weiter. Training und Ernährung senke Fettwerte, senke Cholesterin, senke Entzündungswerte, senke den HbA1c, senke den Bluthochdruck, senke das Gewicht und spare Medikamente. Also es gibt kein einziges Medikament, wo nur im Ansatz so eine Wirkung entfalten könnte. Also den Tsunami an nicht ansteckenden Erkrankungen, den können wir aufhalten. Aber nur in Kombination mit strategischer Allianz und mit einem guten Marketing. Und der Markt, der da ist, der ist viel größer, als wir denken. Und wir dürfen nicht streiten um diejenigen, die eh schon trainieren, sondern wir müssen die verführen, die noch nicht trainieren. Und wir brauchen eigentlich auch die Allianz, Aufklärung hin zu Leuten in der Pflege und hin zu Ärzten, die man noch aufklären kann. Mit der Unterstützung von dem wissenschaftlichen Arbeitskreis, dank dem Jan, dank dem Wolfgang Buskis, Marco Tuigo, der René, der Gandalf, der uns sozusagen eigentlich an der Ohren gezogen hat, ja, und uns zusammengeführt hat und uns auch gehalten hat, ja, genau. Dann meine Gertraud Teuchert-Noth, die Katrin Adelhofer und der Dieter Felsenberg. Und die würde nicht kommen, wenn das nicht was Gutes wäre. Und ich sage euch auch, ich wäre auch nicht da, wenn ich nicht richtig Lust hätte. Und wenn ich nicht sehen würde, was da für ein Potenzial ist. Hier ist das Potenzial. Und wir können auf Kongresse gehen und dann sind die Ärzte, schreiben was auf und spielen Handy. Die nehmen nichts mit. Die gehen häufig zu einer Weiterbildung und es ist echt für die Katz. Bei euch ist keiner eingeschlafen, ihr seid alle da. Steckt eure Kollegen an. Und mit medialen Medien glaube ich, dass wir so weiterkommen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Aber bevor ihr einschläft, wie diese 100-Jährige und ein entspanntes Leben führt, möchte ich euch jetzt der Mario auf die Bühne. Neue Trends erfordern neues Wissen und neue Wege. Lieber Mario, der Mario, ein Haudege, der Mario sozusagen, eigentlich schon richtig lang unterwegs und ich habe von Mario sehr, sehr viel gelernt und wir lernen von heute noch mehr von ihm dazu. Wir müssen lernen, anders aufzutreten und er ist so lange in der Szene, das ist überragend. Und er hat keine Angst vor dem Widerstand, sondern, das haben wir heute Morgen auch gehört, ja, wenn es halt keinen Weg gibt, dann machen wir einen Weg. Also in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert, Mut gemacht und übergib Mario das Wort. Vielen Dank.